ja. Als Sub gewechselt, von daher. Das war auch die falsche Wahl. Es sieht so aus, als wenn es wirklich nicht so nass wird, dass man die braucht. Oh doch, das zieht ein bisschen zu bei mir. Ich hab dann nicht den Eindruck. Ich auch nicht. Nein! Hier wird das schon wieder so warm. Wer ist denn 19. dürfte das sein? Ich bin das. We're not pressing, das ist mehr direkt. Jo. Wie soll ich denn in der Castle-Section passen lassen? Ich könnte natürlich jetzt wechseln und dann muss ich dann gleich nochmal wechseln oder wie? Also, das ist scheiße. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Wetterbericht? Nein, du sollst nicht. Oh, Mann. Das ist natürlich ein Lachen, bedenkt, dass du als Zweiter gestartet bist und auch gut wegkamst und öffentlich gefahren bist und so. Und jetzt plötzlich auf dem 9. Ja, halt mal ein bisschen auf. Ja, ich hatte halt wirklich ein bisschen Pech zwischen uns und drin. Solange du mich gleich nicht auf, ist das alles gut. Aber es war mein eigener Fehler. Ich muss Punkte holen, Eric. Ganz klar sagen. Ja, wird schwierig. Jetzt wollen wir das Spiel ändern. Aber die wollen ja immer noch keine Terminals geben, oder? Die wollen auf Supersoft gehen. Also sie haben scheinbar keine Bedürfnisse hier gerade zu wechseln. Das regnet auch gerade. Ich habe zum Beispiel keine Tropfen auf der Scheibe bei mir. Das stimmt. Nee, ich schon. Ich habe auch noch welche. Ich habe auch eine Strafe gekriegt, weil ich gegen die Wand gefahren bin. Sehr gut. Ich fahre halt nochmal in die Box. Jörg, und wann fährst du in die Box? Ach, ist egal. Wir sind so weit jetzt gerade. Ja, gut, okay. Wenn ich dann irgendwann mal ankomme. Also Runde 10. Nee, Runde 9. Okay, ich stehe hier, dann muss vom Gang 8 in den Rückwärtsgang schalten. Das ist natürlich auch... Halt die Fresse, Mike Kühe. Wie heißt das? Alter, der Strategy. Ja, das wird nichts mehr mit Platz. Ja, fahr ich halt mit weißen Reifen. Das wird nichts mehr mit Platz 20. Mit weiß kannst du aber nicht fahren. Ich glaube, selbst mit Gelb ganz du durchfahren. Mit Gelb kann man jetzt durchfahren, ja. Ja, Dann hab ich und die wollten eigentlich in Runde 12 hier Route geben und dass ich damit durchfahre. Also, ich glaube, ich werde nochmal überrundet, jawohl. Hi, Entschuldigung. Tut mir leid. Das ist einfach, da kannst du nichts für. Das ist scheiße schnell. Cyber knackt nichts raus. Auf dieser Strecke geht das sehr, sehr schnell. Die haben ja keine hohen Rundenzeiten hier. 1,46. Oh, das ist nur frustrierend, ey. Also, das ganze Österreich hätte ich es verstanden. Nein, Mono. Ich finde, man sollte mit Monaco, Aserbaidschan und Singapur streichen. Ich finde, man sollte lieber Spanien streichen. Ja, ich bin auch für Spanien und Monaco. Habt ihr gesehen, dass Spanien umgebaut wurde? Ja. Nee, fern umgebaut. Aber wenn Spanien jetzt abgerissen, jetzt sag nochmal Bescheid. Ganz Spanien wird umgebaut. Ja, ganz Spanien. Nein, die haben irgendwie die Curbs verändert. Ach, das ist jetzt nicht so viel, aber. Hey, ich hab einen Platten, geil. So, 16 Runden. Ja, du könntest mal einen Safety Car verursachen. Nee, dann kann ich mal. Oh, ich sehe andere Autos. Ich sehe andere Autos. Ja, auf einer Minimap oder was? Nein, vor mir. Achso. Jetzt sehe ich sie nicht mehr, weil sie um die Kurve gefahren sind, aber ich habe zwischen die Autos gesehen. Du könntest mich gleich überholen, Tau. Ja, eventuell muss ich aber gleich wieder in die Box. Gelbe Flagge vor mir. Diese letzte Wer steht Kurve da quasi auf den Graben? Le Mans. Ich muss in die Box, ich habe Platten. Kenn ich irgendwo, er hat schon 5 in der Strecke. Die wollen gerade, dass ich... Was soll ich machen? Ah, jetzt die Box zum Haus ist ganz hin. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das hatten wir in der letzten Saison. Er hatte aber nie Probleme. Ist ja eigentlich völlig egal, ob du hier vorne oder hinten. Ja, ist ja vollkommen scheißegal. Aber der nee, die einzigen Boxen, die Unterschied machen, ist, wenn du ganz hinten die Box hast oder ganz vorne. Ja, das stimmt. Aber das ist nur im Rennen so. Also in echt so. Bei uns ändert das ja nichts. Wir haben ja bei uns alles das gleich einprogrammiert. Also oh, danke, Mono. Ich hab DRS bekommen. Gut. Jetzt habe ich 78 Autos vor mir. Ob ich jetzt irgendwie an denen vorbeikommen kann, weiß ich allerdings nicht. 78? Ja, es sind auf jeden Fall 3 direkt und davor sind, glaube ich, nochmal 4. Was dann 7 werden, aber es sind fast 78. Ich brauche nur 7 Punkte. Ich bin gerade aus der Box rausgekommen. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich darf erst schalten, wenn ich im Bremsbereich bin. Ist der Motor schnell kaputt? Und du drehst dich. Ja, ich habe jetzt hier der erste Motorschaden, das ist.
Verwarnung, Vorwarnung, jetzt, ich habe Platten. Das stört dich nicht überhaupt. Und du hast die Strecke abgekürzt. Auch genau. Mit einem Platten. Gonorrhea, kannst du mal irgendwo anders hinfahren? Ja. Das wollte ich nicht, ich wollte ihn nicht so überholen. So, es tut mir jetzt leid. Nee, in der Carsten Section werde ich dich überholen. Den kannst du vergessen. Ja, das war ein echter Fehler. Habe ich zu spät gebremst. Ich wollte ihn überhaupt nicht überholen. Gut, jetzt sehe ich keine Autos mehr. Hier muss ich in den dritten Gang schalten. Aber ich bin auch links. Jetzt siehst du wieder welche. Nee, wir sind zu weit weg, die werden vom Spiel schon ausgeblendet. Ach, meine Reifen werden kalt. Ach so. Aber ich überhole jemanden, weil der in der Box ist. Punkte! Komm, ich bin vor Ericsson. Hendrix, hol Punkte für Ferrari. Ja, auf Platz 17 gibt's neuerdings Punkte. Er gibt Mitleidspunkte. Ja, aber nur für Platz 17. Weil wir gerade 2017 haben. Ich will die Reifen ein. Ich hab Gonrell überrundet. Überholt. Ja, weil. Wenn ich Gonrell überrundet hätte, wenn ich zweimal überrundet würde, wäre schon ein gewisses Zeichen gewesen. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 39. Ja, der ist nur 39 Sekunden vor mir. Du hast nur einen Satz mittlerer dabei. Das ist doch völlig egal. Hart genommen. Du kannst mit Roten durchfahren jetzt. Er hat mir jetzt gerade durchgesagt, auch Deckenbedingungen werden besser. Ich entscheide, ja, ob ich beim nächsten Stop auf Intermediate wechseln will. Das haben wir mir vorgeschlagen. Kommt mir nicht so vor, überhaupt nicht. Ich bin noch Runde 10. Also wenn ich sehe, wie ich mit den Weißen hier klarkomme. Ja, aber du musst ja nicht bis zum Ende fahren. Du musst ja genauso fahren wie ich. Oder beziehungsweise noch weniger, weil... Naja, also Ericsson ist 39 Sekunden vor mir. Und wenn du den gerade geholt hast... Ja. Ja, sind wir zumindest in derselben Runde. Aber Gondeln. Ja. Dreimal schalten, hier ohne Schalten durchfahren. Ja, das hat Strafe wegen 0,3 km/h. Das war nicht hoch. Schalten, runter, 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 runter und ab nach links und dabei die Atmung nicht vergessen. Ja, jetzt hat er mir das auch erzählt. Jetzt kommt die Castle-Section, ja? So, alles klar. Jetzt habe ich einen beschädigten Flügel. Aber die schwingen ja. Ja, ich will gar nicht mehr. Nee, Quatsch. Ist okay. Ich dachte, du wärst mir jetzt nochmal im Nachhinein reingefahren. Nee, ich bin ja gegen die Wand gefahren. Mhm. Also, es wird auf alle Fälle nasser hier. Ja, ja, toll, ich hab die Medizin schon abgegeben. Was ich tun soll. Intermediates aufziehen. Echt? Ich geh jetzt nicht nochmal in die Box, ich hab keine Lust mehr. Wir sagen dir, dass die Intermediates noch viel zu langsam sind. Ich glaube auch nicht, dass wir wechseln müssen. Aber es wird auf alle Fälle nasser, da kommt nicht. Ja, aber kaum. Also es ich macht kann jetzt auch nicht mehr wetten, ob es an der Strecke liegt oder an meinem Flügel, dass ich hier nicht mehr gut rumkomme. Also es dafür, dass du rote Reifen hast, das war zu gelbe Reifen. An. Das ist gelbe Reifen, ne? Ich überhole jo, ich hab gelbe ja. Reifen, ja. Und dafür warst du jetzt gerade nicht ganz so schnell. Also du warst vorher am Anfang definitiv schneller. Und da hatte ich ja rote. Das sieht ja nach der zweiten Strecke aus, wo Silvi hier Big Points macht. Ja. Ja, da ist doch nach Monaco. Mono, wo bist du? Zweiter. Das Zweiter. Okay. Und besteht dann noch Hoffnung? Als alter Teamkollege? Nee. Schade. Ich muss noch in die Box und Sepp war schon. Oh. Also aber das heißt ja nicht, dass ihr alle mit den Flügen durchkommt. Also ich war in Runde. Ich hatte noch keine Flügelchance. Und hab jetzt 29% Abnutzung. Also ich glaube fast, ich kann durchfahren. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu nutzen. Was erzählt ihr denn nochmal, dass es keinen Grund gibt, auf andere Reifen zu nutzen? Gott! Alter, da hat ach, nee. Ja, ich kann nicht anders. Kein Blatt Papier. Ja, nee, ist okay. Gondor ist raus. Lässt mich nicht hier durch? Ja, nein. Gondor ist raus, aber Sauber hat sich in die Wand gestellt. Das ist nicht so einfach, Sepp. Ja, du strandst da so verloren. Wobei Gondel hat die Session verlassen, stand da nur. Der stand nicht aufgegeben, oder? Hat er ein Disconnect? Gondel? Oh nein, jetzt habe ich diese blöden FPS-Einbrüche. Nee, der hat kein Disconnect. Ich glaube auch nicht, dass er ein Disconnect hat. Vielen Dank für diese Bestätigung. Oh. Genau, jetzt sagt er mir, ob ich beim nächsten Box so auf Regenreifen beziehen möchte. Auf Regenreifen? Auf Regenreifen. Aber ich glaube, er schließt da Intermediates mit ein. Puh.
Aktuelle Flagge vom Start weg verkorkst. Vor dir bedrängt 12,8 Sekunden. Das war im Qualifying schon verkorkst. Das stimmt. Oh, ein bisschen spät. Und dann ging das ja los mit der Rückwärtschance. Die hatte ich schon verdrängt gerade. Aber diesmal kann ich was dafür. Im letzten Rennen konnte ich ja nichts für die Rückwärtsstrafe, aber diesmal ziehe ich das ein. Hallo, oh, Baby. Hi. Hallo. Schau nach, bin ich noch drin. Bin ich noch drin? Ja, okay. Ich habe nur verlassen, nicht aufgegeben. Gut, dann starte ich mal wieder. Was passiert gerade? PC abgespielt? Denk dran, in der Lobby Stimmen auszuschalten. Nee, aber bei uns ist halt gerade ein heftiges Gewitter. Das kann sein. Ja, das ist hier schon durch. Ja, das kann ich auch schon durch. Aber hier im Spiel war es aber auch schon. Ja, leichter Nieselregen. Heftiges Gewitter. Ich bin ganz schön hier. Es wird schon anstrengend, das Rennen. Es ist jetzt nicht warm drin. Hey, ach, das ist kein Scheiß, das ist Regen. Ui. Ui. Es regnet. Ich versuche sicher, ob ich in diesem Rennen noch je an Gutierrez hier vorbeifahren kann. Gutierrez. Bei dem fahre ich die ganze Zeit hinterher und okay. Ich glaube, Gondre ist gerade ein bisschen abgemacht. Ja. Gutierrez, man kann hier schneller fahren auf diesem Teil der Strecke. Wenn der jetzt in die Box geht, ne? Nein! Ja, stimmt. Diesmal ist es die Wahrheit. Fahr nicht in die Box. Das war's, liebe Zuschauer. Jetzt kann ich wenigstens mit dem Kopf nicht spielen. Das ist für ein paar Minuten kannst du für 15 bis 20 Minuten Gothic spielen. Ja, das ist so. Weißt du, da hast du auch keine Chance gegen die ganzen Automatik-Schalter. Nein, Automatik- dann bist du verbremst. Ist halt so, wenn du rechnet, bin ich raus. Üben lieber Österreich, Cyborg. Da ist Harianto. Und der teleportiert sich. Wer ist denn vor mir? Ich. Jetzt auf der langen Geraden. Ja, das bin ich. Okay. Wer ist denn da hinter mir eigentlich? Also kurz nach Start und Ziel, die lang gerade mal zu. Ja, ja. Boah, ich hab viel zu früh gebremst in der Box. Egal, lieber zu früh, zu spät, ne? Ja, ja, schon, aber ich glaube, der geht nicht so weit. Hast du Harianto gesehen? Weil der ist bei mir auch noch verschwunden. Hey, Nergul, was war da letztes Mal eigentlich los, weil du hier nach dem, nachdem die Aufnahme beendet war, direkt aus dem Teamspeak gegangen bist? Was war das denn? Ich hab ESC geguckt. Ja, ich hab das Gefühl, da war irgendwas auf der Station geraten und dir nicht so gefallen. Nee, das stimmt nicht. In der Box hat mir was nicht gefallen. Das ist ein gelbes Postauto. Der fährt hier hinten rein. Nee, das wird Sepp. Hier ist genau das Sepp doch auch das Problem. Ja. Also Cyborg, du musst ja mal gerade nicht so die Klappe aufreißen, ne? Ja, ich hab schon einen Titel. Ja, du hast nicht nur einen Titel. Aber ob die unbedingt positiv sind, das ist jetzt eine scheiße Stärke, oder? Jetzt hab ich missgebracht. Kann das sein, dass es gerade ein bisschen rutschiger war? Ja, habe ich auch das Gefühl. Kann aber auch ich, bin nämlich fast in der Wand gelandet, an einer ziemlich komischen Stelle. An einer nicht komischen Stelle. Wo ist mein Farm? Mir auch. Nach dem Regen ist es nämlich nicht... Boah, ich finde Österreich. Ach Mann! Wieder angeschlagen. Was ist denn los heute? Das ist die Strecke. Die ist scheiße. Das Quiert kann ich Quiert überholen. Nemrix, Punkte! Fahrer vorne. Ich bin 13. Das ist sogar wirklich möglich. Also ein. Oh, ihr holt uns Punkte! Wir müssen uns gegen Haas verteidigen. Ach, halt die Klappe. Was heißt denn gegen Haas? Ja, vorne die Eiswagen sind geschüttet. Also, du bist Nemrix eh vor mir. Ja, aber noch nicht in den Punkten. Pass auf, der schießt gleich ab. Nö, ich nicht. Man muss es einfach mal behaupten, dann stimmt's vielleicht. Ich fahr so vorsichtig, ne? Das war aber hart, hab ich mich auch und trotzdem stand ich gerade im Notausgang. Ich mach das öfter mal. Hier auch gerne. Ich habe das Gefühl, meine Reifen werden wesentlich schlechter gerade. Das sind nur noch 10 Runden. Also aus meiner Sicht, nachdem es sowieso alles gelaufen ist. Ja gut, aber wir haben ja auch nur 26. 10 Runden ist jetzt nicht so wenig. Naja, ich meinte auch eher 10 Runden, nur um wieder in die Punkte zu kommen. Ich habe so Angst in diesen langen Kurven, ne? Ich
Da hat die Stommel vor mir, kann das sein? Ja, das könnte das sein. Was? Wer ist vor dir? Conrail, kann das sein? Der Conrail fährt ja nicht mehr, das wäre die KI dann. Conrail kann das sein? Ja, ja. Aber das Auto fährt noch, das meinte ich. Ja. Er hat hartes Gewitter. Ich steck jetzt hier der Erzeuger. Ah, das war auch. Warum toll. Ist es denn hier so warm? Ja, gute Frage. Ich soll die Box fahren, auch nur. Ja, fahr in die Box, diese, und hol dir so eine Ladung von Föhn ab. Diese Kurvenkombination verstanden, sie krieg ich nicht mehr seit einer Weile. Irgendwie passt das nicht. Ich werd nach, dass ich so. Ich rutsch dazu sehr. Hast du dir erst? Nee. Saisonstanding-Tabelle haben wir gedittert für eine Stittert-Finish. Aber es ist viel in der Box gewesen. Oh ne, ist Troll, geh weg. Dich kenne ich noch aus dem Qualifying, du Arsch. Ja. Alle anderen rausgefallen. Jan hat DRS und hat mich zurückgeholt. Ja, also die Saison, muss ich sagen, die war vom ersten Rennen an absolut verkorkst. Welches Rennen hast du eigentlich als zweites beendet? Das war rausgelegt. Da hatte ich Disconnect bis kurz. Ah ja! Da konnte ich auch nicht, da war einfach nicht mehr drin. Nee. Also Conrad ist bei mir da einfach dauernd durchsichtig. Ja, weil der KI-Fahrer ist. Dann sind die, glaube ich, durchsichtig. Ach so. Also man kann einfach durchfahren. Kannst du probieren. Ich kann dir nicht sagen, was korrekt ist, aber ich glaube schon. Leute, ich bin 10. Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht, aber irgendwie waren wohl Leute in der Box. Ja, waren sie gerade. Du kannst aber durchfahren? Mehr unterwegs, ich komme näher. Ja, kann sein. Mergo, du kannst durchfahren? Weiß ich noch nicht. Hier versucht er dich immer anzugreifen, muss ich aufpassen. Ja, ich versuche erstmal mein Auto im Griff zu halten, das ist viel schwieriger. Gib mal dem Marketing-Technik. Erstmal muss ich Ericsson kriegen. Also ich habe jetzt 42% Reifen. Aber wo bremst der denn? Aber ich bin seit Runde 2 auf diesen Reifen. Ich finde auch nicht, das ist in Ordnung. Und das Soft oder was? Ja. Okay, ja, dann solltest du damit eigentlich durchkommen. Wir werden zwar später wahrscheinlich hier. Ja, muss aber auch sagen, ich hab so arschviele halten sollten. Trotzdem nicht letzte. So, Start und Ziel. Da vorne ist einer, der holt sie auch noch. Der geht erstmal in die Box. Ja, der fährt an die Box. Yeah, so, sehr gut. Cool. Noch ein Platz. Guterres geht auch in die Box. Sehr schön, noch ein Platz. Jetzt habe ich Werner vor mir. Wie nah bist du denn eigentlich wieder hinter mir? Ich komm gleich. Ja, ja, sag gleich, ich muss auch vorbeikommen. Aber ist egal, ein Punkt von Biat abgesetzt, gleich. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wieder da. Diese Kurve hat nicht ganz ideal genommen. Oh nein, er hat wieder der S, oder? Der ist ja quasi im Arsch. Ja, ich sehe es. Hülkenberg dürfte das sein, oder? Jetzt will er sich drehen, jetzt steckt er zurück. Das ist ja das Schöne an der KI, immerhin versucht sie zurückzustecken. Sie versucht es, aber ob sie es immer schafft. Oh, ich bin Mittwoch so langsam. 18.34 Uhr, da kommt der große. Mir ist so warm. Der RTL Völkerwald von hier. Das ist die wichtigste Sendung im ganzen. Ja, ja, versucht wieder einen auf KI. Und natürlich der große Boxkampf. Aber ja, mit oder ohne Klamotten ist die Frage. Nee, der große Boxkampf kommt auf den Sockel. Ja, was? Mit oder ohne Klamotten? Der große Boxkampf. Oh, der ist das Mann. So, ich hab Hülkenberg und Kwiat vor mir. Der Kwiat ist wieder da. Ja, lass ihn doch Kwiat, ist wieder egal. Der versucht dich hier gleich wieder anzugreifen. Ja, lass ihn. Schau auf Björn, okay, das ist schöner. Ich guck nach hinten. Ich sag dir, der ist jetzt in deinem Arsch, zieht jetzt nach links raus. Da war wechseln auf den anderen Fahrer und nervt dich. Gegen Hülkenberg, wie Hülkenberg und Kwiat. Nein, bist du nicht hier. Okay. Hallöchen. Warum wow. Ist das so, wie Jorm und Lerbrix in Kanada überholt? Ja, aber ich kann das, der nicht. Wie, der hat das auch gemacht. Naja, ja, aber... Geht gleich einfach auf Stadt Ziebern mit. Jetzt vorbei, ist Jorm und Lerbrix wieder da. Okay. Eingreifen. Ja, ist gut. Wo kommt der denn her? Oh, da kannst du Vollgas fahren. Nein, ich kann da nicht Vollgas fahren. Ja, im Moment ist es auch ein bisschen glitschig da. Ich habe echt Probleme mit dem Wagen. Ich habe schon wieder einen Flügel beschädigt. Ja, jetzt habe ich der muss vom Österreich der hat der S, der kommt immer mehr. Muss der Nägel abwerfen. Der Regen wird übrigens immer noch 20 Minuten anhalten. Oder wenn er einstimmt, hat sich verbremst und er fährt weiter. Kommt mir auch vor, würde die Strecke schlechter werden. Ja, ich habe das auch nicht so. Du hast jetzt wieder ein bisschen Abstand abgebaut. Ja, aber ich habe wieder der S. Das ist gerade ein hartes Battle zwischen Tom und Nägelix. Ich habe halt so Probleme beim Beschleunigen, ne? Das habe ich immer. Erstmal der S. Nimmst du Lenkrad fahren.
Meter, die ja echt nicht aufhören. Also ich bin mal schwer zu beurteilen für mich, weil ich einen kaputten Flügel habe. Weiß ich nicht genau, ob es wirklich die Strecke ist oder ob es... Ja, du willst, darf ich jetzt vorbei? Oder Schikane? Kommt doch an, wie schnell du bist. So lange ist es gerade nicht. Ah, nein, 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 das ist okay, okay. Das hat so lange gedauert, das zu klären, deswegen bin ich jetzt... Okay, ja, du willst verteidigen! Ah, ich hole den schon gleich mal. Also ein bisschen feindlich, aber ich werde jetzt nicht mit Spitzenwaffen ausfahren. Er kann nicht aufreißen. Ich habe das auch nicht gemacht, keine Ahnung. Er kann dich meinetwegen auch töten, kapitulieren wirst du nicht. Boah, da hätte ich mich fast gedreht. Ja, hier bin ich mal unten. Musst du mal kurz Notausgang nehmen. Geworden. Ja, jetzt hätte ich meine Fahrzeug zerstört. Gut, sehr gut, Herr Rick. Ich habe das immer bei der Kurve, auf die ich jetzt zufahre. Ja, da habe ich das eben gerade gehabt. Ja, Herr Rick, du bist ein sehr guter Fahrer. Und einmal habe ich mir auch die Flügel dabei gemacht. Zarok, schalte auf Sudi. Nein. Du darfst halt in der Kurve keine blockierenden Räder haben. Das war abgekürzt von Jürgen. Wenn du dir hast, dann ja, aber einfach nur. Oh, ja, nein, nein! Jetzt ach, das darf doch nicht wahr sein! Ja, das darf nicht wahr sein! Du warst nicht schuld, ich war schuld. Ich hab nicht mal so gemerkt. Ich hab nicht gesehen, wie du hin und her geklingelt hast. Ihr habt euch irgendwie hinten verkeilt. Ja, das war ein bisschen unglücklich. Das war aber meine Schuld. Also ich bin aber wieder aus. Ja, weil ich einen roten Flügel vorne hab. Also, das war's jetzt endgültig. Also, bitte. Ja, noch ist hier noch viel Boden. Ich kann immer noch kaputt ja, gehen. Aber ich muss weiterfahren, weil wenn ich in die Box gehe, das ist noch cool. Ich habe einen Regenkopf auf dem Visier. Und genau so will ziemlich. Ich das von einem Soldaten. Jetzt fährt er in den Notausgang. Ja, ich habe Regenkopf auf dem Visier, Leute. Habe ich auch. Jetzt ich ist rechts. Gabel wieder ja, da. Aber der hat einen roten Flügel, habe ich gesagt. Ja, ist egal. Links. Ich kann das auch nicht unter Kontrolle halten. Jetzt muss er nicht gegen Hülkenberg gleich gehen. Komm, das kapitulieren ist nicht. Ich würde es ja. Ich würde ihm fast 5 Euro dafür geben. Oh, null, die Kurve, wo du ihn. Naja, das ist so Kurve. Ärgerlich, weißt du. Bei der du eben gerade warst. Ich definitiv noch mehr Punkte. Ich glaube, durch die bin ich fast Vollgas durchgekommen, aus dem einfachen Grund, dass ich gedriftet bin. Was hast du denn mit dem Server? Ich hab gesagt, du hast den mit dem Move gegen die Wand zu fahren, die richtige Entscheidung. Da habe ich so Panik bekommen gerade. Nee, hab ich nicht. Es wird ja, ich will mich jetzt auch kein Fall kaputt fahren, aber ich bin echt ein bisschen am Kämpfen irgendwie. Ey, es ist so nass, jetzt würde ich gerne eigentlich Intermediates haben, aber es reicht noch nicht. Steckenmäßig nass. Ah, ja, danke für den Hinweis. Ich glaube, Rosberg holt sogar auf hinter mir. Der hat schon 13 Sekunden, ich hätte nur noch 14 Sekunden. Boah, das war knapp. Das ist so fies, das Gas. Nee, das ist nicht das Problem. Ich bin immer unsichtbar an der Stelle, das habt ihr auch schon mehrfach erwähnt. Aber da hast du lieber vom Boxkampf geredet. Hab ich Harianchu jetzt innerhalb von einer Runde zweimal überholt? Ihr überwundet mich schon wieder. Hä, du warst um den Notausgang zwischendurch, vielleicht ist halt alte Verwaltung. Och, nee. Das eigentlich habe ich nicht so viel nicht mehr. Verloren. Ich konnte nicht mehr bremsen. Ja, ich konnte nicht mehr bremsen. Ich sag ja, der eine Flügel war kaputt. Das ist übrigens ein Berg an der Stelle. Ne? Deine Teile sind sehr cool, den Berg runtergerollt. Das ist ja witzig. Also. Ah, okay. Sehr, ganz toll. Platz 9. Das ist so ärgerlich, echt. Zweimal an derselben Stelle den Flügel. Ich hatte da keinen Fehler mehr, es ging einfach nicht mehr mit dem Flügel. Ja, das ist ja, also wenn du hier an der Strecke rot bist. Oh, diese Bergabkurve ist so assi. Also ich konnte da nichts mehr machen, ging nicht. Durchfall! Ja! So ein blödes Rennen, ne? Schalte! Ich schalte nicht manuell, das ist... Das Auto hat gerade selbst. Für 5 Sekunden... Ja, das hat's bei mir auch gemacht, das liegt da, dass ich zu viel auf Gas gedrückt habe. Sagt mir übrigens auch gerade wieder durch, er ist sich nicht sicher, dass die Reifen... Ja, er hat mir auch gerade was gesagt. Ja, ja toll, mir hat das nicht gesagt. Nee, mir hat das nicht gesagt, ich krieg rote Reifen. Ich habe jetzt auch 57% vorne rechts. Das trägt jetzt zur Fahrbarkeit dieses Autos nicht so bei. Weil ich habe letztens einen Boxenstopp in der Formel E gesehen. Da habe ich die Punkte weggeworfen. Das stimmt. Kretze. Und du hast eine vorgegebene Zeit, in der du den Boxenstopp machst. Genau, du musst so und so lange in der Box stehen bleiben. Wir haben die Aufmischung 2 umzustellen. Und es die Slicks sind ganz leicht noch schneller. Und es braucht tatsächlich 3 Leute, damit einer das Auto aussteigen kann. Gut, das ist das mit ja, dem man merkt auch, wie sehr man rutscht. Das ist echt schon heftig.
Also es lag nicht nur an mir, es lag auch jetzt an den Bedingungen. Ja, und an dir. Ich habe gesagt, nicht nur an mir. Du wolltest es aber nochmal betonen. Wir da wirklich schon beeinträchtigt wurden. Das stimmt. Das ist eine blöde Kombination gerade, einfach mit dem beschädigten Fliegen. Also ich weiß nicht, ob ich hier noch die Punkte retten kann, aber ich fahr echt schlecht. Ja, ja, hab ich auch, Björn. Aber nur gelb, vorne rechts. Ja, jetzt sagt er mir, wir glauben noch, sind die Slicks schneller. Ja, ja. Ich habe übrigens 58% Reifen, das ist auch nicht mehr so toll. Kann ich nicht. Okay, jetzt fahr ich halt nochmal in die Box, ist auch egal. Probier mal die Intermediate. Nee, das müssen wir wenn alle machen. Das war ein Versuch, kann ich nicht. Ja, werde ich auch tun, weil ich rutsche so sehr, macht keinen Sinn mehr. Und ich bin eh ganz hinten, also ist egal. Du musst früher bremsen. Ach, danke. Sarah, wie war das? Wann bist du rausgeflogen? Ja, aber Schnauze jetzt. Häufig. Ja, und ich bin. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Wie viele Punkte hast du nochmal? Ist ja jetzt irrelevant. Die Frage, nein. War jetzt, wie viele Rennen du gewonnen hast. Die Frage ist, wie oft bist du rausgeflogen? Das war die erste Frage, die hast du schon nicht beantwortet. Ja, sag mal so. Ich versuche ja meinem Vorbild Yuji Ide hier möglichst nahe zu kommen. Der ist aber nur viermal gefahren. Hat einmal davon das überlastet. Das der ist hier quasi im Verhältnis so wie ich. Er ist quasi im Verhältnis wie Stroll. Warum? Sollte die Fahrer hier einstellen. Nicht in die Wand! Alles gut. Bumper. Ich hab tatsächlich nichts kaputt gemacht dabei. Du hast noch vier. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Boxen da insgesamt drauf sind. Hinter dir ist wieder Hüftenberg. Ja, kannst du vielleicht endlich mal woanders rausschalten? Nein, ich oder die Fresse halten. Ich hab echt keine Lust mehr gleich. Wenn du ihn unterstützen würdest, dann wäre er darüber vielleicht auch glücklich. Aber du unterstützt ihn nicht, sondern du machst ihn kirre. Ich sag ihm, was auf der Strecke passiert. Und ja, das will ich nicht hören. Weil ich hab Augen im Kopf. Okay, dann guck ich jetzt Mono. Danke. Ja, Mono steht jetzt auf der Strecke. Jetzt sind wohl die Intermediates jetzt besser. Ja. Der Mono ist langweilig. Also meine Reifen sind extrem kalt jetzt. Ne? Ja, es sollen auch jetzt die Intermediates besser werden. Ja, also ich fahr jetzt rein. Ich muss rein, ich habe einen roten Flügel. Box, sag mir was an. Strategie. Ich fahr jetzt auch. Fahrt ihr wirklich rein? Jetzt geben die mir eine neue Strategie. Ich habe einen roten Flügel. Was ist denn die neue Strategie? Wollte ich gerade gucken. Warte mal, ich bin gerade ein bisschen unnützig. Aktuelle Beibehalt. Ne, der will mir jetzt rote verpassen. Wieder. Ich wollte Lotte kaufen. Die ich ja gerade erst weggewechselt habe. Ich werde auch du hast jetzt ein Intermediate? Nee, ich muss noch die ganze Runde fahren mit dem roten Flügel. Nein, ich meine Guillaume. Achso. Was denn? Hast du Intermediates? Ja. Ja, hab ich gerade drauf, ja. Und wie fahren sich die? Ja, ist ein bisschen besser, aber... Also doll ist es nicht. Aber die Frage ist halt eigentlich ist für mich klar, entweder die KI rein oder nicht. Wenn die KI nicht reingeht, wäre es dumm zu wechseln, weil dann wäre ich 18. oder so. Ich drifte um die Kurve. Aber mir macht das ja eh keinen Unterschied mehr, insofern kann ich ja wechseln. Ja, genau. Also ich werde diesen Platz auch nicht halten können, das geht nicht. Ich bin im Regen viel zu schlecht dafür. Also hier zu Start und Ziel geht es im Moment auf jeden Fall besser mit den Intermediates. Das auf jeden Fall. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 21,2 Sekunden. Alter, was ist das denn? Hülkenberg hat 20 Mal nach unten geschaltet. Der hat das Burn aufgetrieben. Oh Mann. Waage vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 21. Rundenzeit 2 Minuten 27. Ganz toll. Geil, der vermutet bei den NPCs noch einen Stopp. Wer ist klar? Ich weiß nicht, ob die sich in den Mails abholen oder nicht. Ja, gut, das wäre natürlich für mich gut, dann kämen wir nochmal ran. Aber ich habe jetzt auch mehr Tropfen schon wieder auf dem Visier. Ja, mehr Tropfen. Ja, wir fahren ja, also mehr man kann Zeit auf jeden Fall ganz gut fahren damit jetzt. Es geht schon. Wenn wir jetzt. Du musst doch noch zurückgehen zwischendurch. Ja, du kriegst in die Box oder nicht in die Box? Das ist hier die Frage. Ich muss auch leicht Sprit sparen, fällt mir gerade auf.
Ich bin auch schon zwischendurch mager gefahren, ich habe irgendwie einen Mund verbraucht. Die CPU fährt nicht in die Box! Ja, das liegt halt daran, dass es feucht ist und dass die Reifen durchdrehen. Ja, ja, genau. Geht das ganz schön in die Minus 0,05, also ist jetzt nicht so wild, aber... Deswegen stehe ich ja, wenn es Regen angegeben ist, die Benzinlast nicht runter. Aber ich verliere definitiv immer mehr. Ja, da hab ich vielleicht nein. Ja, aber der ist jetzt links ja, von dir. Ja, ich sehe es. Ich habe immer noch Augen im Kopf. Drück mich bitte nicht in die Wand. Jetzt zieht er vor mich. Es ist nicht möglich. Er lässt mir halt gar keinen Platz. Mir keinen Platz lässt. Er ist jetzt immer noch rechts von ja. dir. Dahinter direkt Stroll. Jetzt drückt er dich in die Wand. Alter, wir, ja, wir müssen nicht kapitulieren hier, ja? Jetzt kommt gleich die enge Kurve. Es wird zurückgeschossen jetzt gleich. Hab ich den halt hier vor mir? Ja, nee, so nicht. Oh, er ist treu! Kann nicht mehr vernünftig Gas geben. Wie ich immer noch keine Verwarnung kassiert habe, ne? Du bist hier immer unsicher. Ja. Dass ich bei den Bedingungen mit Intermediates immer noch nicht an die KI rankomme. Och, das ist nicht wahr. Schon wieder. Ja, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ja, jetzt fahre ich mich auch kaputt. Jetzt hab ich wirklich keine Lust mehr. Vielleicht kommt noch Österreich, vielleicht auch im Regen. Ja, bei Österreich zerstört mich aber nicht. Ja, darum geht's nicht. Ich krieg das Auto nicht kaputt jetzt. Ich krieg das Auto nicht kaputt. Das Problem hatte ich auch schon mal. Hast du dir jetzt gerade an der engsten Stelle der Map das Auto? Nein, hab ich nicht. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Wer willst du? Kriegst gleich der jetzt. Sehr gut, Alvarez. Sehr gut. Wow, wow. Dann schauen wir doch da mal zu. Jawohl. Aber der Rutz ist 9. Also er macht die Punkte, ich wieder nicht. Ich hab nicht gut bremsen können. Oder auch nicht. Jetzt hat er mit Position hergegeben. Wow. War ein leicht blockierender Reifen. Ja, das war heftig. Ich bin auf Kappe von Zahlrock, weil er mich immer genervt hat. Ja, der vorbei. Das war, oh. Ja, ich konnte gerade nicht mehr wieder so geil. Du hast Parma und Sepp fast. Moment. Jetzt fahr doch. Ja, Schnauze. Nicht mich drehen! Ich hab selber Probleme hier! Oh Gott! Nergorex versucht ein neues Spiel aus. Er spielt nicht mehr F1, er spielt Wreckfest. Das geht nicht. Ja gut, jetzt ist eh vorbei. Mal sehen, wie viele Autos er noch schrottet. Das ist der neue Spielmodus von 2017. Wie viel Schaden in Millionenhöhe kann man? Jetzt sagt der Wreckfest. Eindeutig. Zauber führt auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt sehr ärgerlich. Für mich ganz angenehm. Also um das mal von vorhin aufzugreifen. Ich bin ja jetzt total gegen dich. Ja, es liegt halt an 72% Reifen. Ne? Alter, ich habe gerade meinen Reifen denn? Gesehen. Was hast deinen Reifen gesehen? Ja, die Vorderrechten, die Abnutzung davon. Der ja, ist ja wohl... Der ist ja komplett hinüber. Wie viel hast du denn? 80? Ah, schön. Aber du bist ja fast im Ziel insofern. Da kann ja gar nichts mehr runter, ne? Genau, kann nichts mehr passieren. Ja gut, den schwarzen Streifen sieht man aber deutlich, das stimmt. Boah. Ich bin so durchgeschützt. Ich brauche gleich Löcher drin in den Reifen. Angesprochen. Wer leid bremst noch nicht so früh? Nix! Der hat einfach mal 300 Meter vor dem Grenzpunkt gebremst. Wie fährt er sich mit den Intermediates, Mono? Besser als ein Trockenreifen, definitiv. Jetzt lohnt sich die Wechsel nicht mehr. Nee, weil das tun alle gerade. Aber ich hab mich halt hier verbremst vor. Nee, oh, super, ich vor der ja, ist völlig also, egal. Ich hätte ich keinen roten Flügel gehabt, wäre ich aber auch nicht mehr in die Box gefahren, weil ich so halt nicht auf dem zweiten Platz vorkommen würde. Aber ich musste halt von ja, ach stimmt, du hast deinen Platz verloren. Ah, ja, ja, ich bin nur noch 4. Ich war sogar nur 5, ich hab 52. Wie lange ist er geworden? Boah, was war das denn? Mehr hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab mich so geärgert, gerade mein eigenes Rennen. Ja, er hat jetzt CRS gekriegt. Warum auch immer. Der andere kommt auch nochmal. Hier ist das Ziel. Sehr gut. Dumm gelaufen. Ich bin übrigens 15, der Wellen hat eine Strafe. Ja gut. Also, ja, für mich jetzt meine Ziele, aber bei dir ist halt noch... Oh. Ja gut, das war ich selber schuld. Ich hab selber Mist gemacht.
Ja, ja, habe ich auch. Ja, ja, also, wenn ich in die Wand fahre. Muss schon sagen, aber du musst ja so, wie du jetzt. Du hattest blockierende Reifen, oder? Nee. Achso, hattest du nicht mehr. Nee, das war alles gut. Das ist immer wieder Fehler beim Zugucken. Ja, das ist richtig. Mir sah halt gerade so aus. Und ich hatte genau das Problem, deswegen bin ich am Ende nochmal an der Wand gelandet. Kartenrennen, und es hat nichts gebracht. So benutzt es ja nur Metal. Aber ich muss sagen, ich bin vorher an dieses Rennen mit der Einstellung gegangen, dass ich sowieso ein Ziel komme, von daher. Ja, ich hatte mir jetzt bei dem Rennen was ausgerechnet, wäre auch eigentlich gut möglich gewesen. Ja, also wichtig ist, dass Björn gut hat. Ja, das ist klar. Das habe ich mir auch selber versaut. Ja, geht's Headset. Ja, genau. Mono an die beiden mit den Punkten. Und Sepp natürlich auch. Das war ja fast schon spannend. Fast, ja. Controller und Regen ist einfach eine tödliche Kombination. Oh, Gondel ist ja auch nicht ins... Doch, Gondel ist ins Ziel gekommen, aber trotzdem ist er hier nur Björn. Ja. Weil er drei Runden zurück war. Ja. Und hat auch. Ich find's ja so gut, ne? Guck, Bei der Rennleitung, ne? Schwierigkeitsgrad der KI-Fahrer. Schwer und Gondel sehr einfach. Was man aber auch sagen muss, Wehrlein hat keine Strafe bekommen. Das heißt, er wird nochmal hinter mich teleportiert. Das heißt, es war keine Strafe. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, dieses Teleportationsproblem hatte ich auch. Da kann ich mal nach. Was? Die einzigen, die fehlsteuert, ja. Nur wir, die KI hat da kein Fehlsteuer. Die sind aber viel früher losgefahren. Ja. Ja, deshalb Prospekt halt ist auch viel früher losgefahren als ich. Ja, ich finde es gut, ihr habt eine ungültige Rundenzeit. Ja. Das wäre ich gar nicht in dieser Bredouille hier gelandet. Aber Stoffel hat von Dorna zum Beispiel Stopp und Go gekriegt. Stoffel hat von Dorna. Aber wegen deiner Flagge. Und nicht wegen Start. Ja, richtig. Ist mir auch gerade aufgefallen. Naja, gut. Sui, moderier mal ab. Boah, ich wollte gerade sagen, Nergorix, du moderier mal ab. Oh Mann. Nein, du hast gewonnen. Oben rechts ein anderes Projekt. Oben rechts zur nächsten Folge, unten rechts ein anderes Projekt. Ja, es ist so langsam so ein langweiliges Bild, wenn immer der gleiche die Abmod macht. Das müsste man ja irgendwie mal ändern. Ja, es dürfte mal nicht rechnen. Ja. Sehr gut. Ja gut, dann bis zum nächsten Rennen in Österreich, wenn ich wahrscheinlich schon wieder gewinnen werde. Das stimmt. Jetzt kündigst du dir das schon selber an. Jetzt jinx das aber. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.